Wie viele Frauen hat Schauspieler Gregor Bloeb in seinem Leben schon vernascht? Und was ist dran an der Affäre mit Dagmar Koller? In seiner One-Man-Show, die große Gregor Bloeb Never Come Back Show, plaudert der Schauspieler über Intimes und Pikantes. Was stimmt und weniger stimmt, Katharina Frühling hat bei der Wiener Premiere einige Geheimnisse gelüftet. So haben wir Gregor Bloeb noch nie gesehen. Der Schauspieler als Alleinunterhalter bei der Premiere seiner großen Gregor Bloeb Never Come Back Show im Wiener Theater Akzent. Wer niemals leidet, kann sich auch nicht freuen. Und wer nicht stirbt, wird sich nie erheben. Doch wer sich träumt. Bloeb spielt einen abgezockten Showmaster kurz vor dem Tod, der sein Leben Revue passieren lässt. Und da geht's vor allem um eines: Frauen. Girls, girls, girls. Matti, Gabi, hey, Gabi, hey, natürlich immer gern wegen, Gabi. Macht jetzt auch nicht so einen freundlichen Gesichtsausdruck. Ah, ich weiß schon, ja, die wollte eine Beziehung. Die Dagmar Koller. War ich 84, Statist in einem Musical, Hallo Dolly, die Dagi und ich. Ja, die ist mir noch lang nachgelaufen. Sehr lang. Aber ich wollte dann auch nicht Bürgermeister von Wien werden. Ja. Na, da müssen wir aber gleich mal bei Dagmar Koller nachfragen. Lief da etwa was zwischen ihr und Gregor? Nein, der wäre ein bisschen zu jung für mich. Er wäre wirklich zu jung, aber ich finde das herrlich. Ja, ich glaube, ich wäre traurig, wenn ich nicht mehr in dieser Hinsicht karikiert werde. Da sind wir aber dann doch irgendwie froh. Wäre ja auch ein ziemlich schräges Paar, die Koller und der Bloeb. Und während er auf der Bühne sein Leben Revue passieren lässt, machen sich auch die Promis ihre Gedanken, was in ihrem eigenen Leben vielleicht hätte anders laufen können. Ich würde es genauso wieder mit Disziplin leben. Vielleicht würde ich doch Kinder haben. Denn wenn man dann ganz alleine bleibt, dann kommt der Moment schon auf, dass man sagt, mein Gott, warum habe ich keine eigenen Kinder? Ich war beruflich so unterwegs. Ich war doch überall in Japan, in Amerika jahrelang, in Deutschland vor allem am Beginn meiner Karriere. Ich war nie verheiratet, erst mit 40 geheiratet. Und dann wollten wir ein Kind haben, Helmut und ich. Und dann kamen diese herrlichen Rollen wie Hello Dolly. Dann habe ich gesagt, jetzt warten wir noch. Und auf einmal ist man 46, 47, 48 Jahre, dann ist es eigentlich zu spät. Und dann wollte dann eigentlich nicht mehr. Und auch bei Starfotograf Sepp Gallauer kommt plötzlich Sehnsucht nach einem Baby auf. Siehst du, das ist ganz, das würde ich ändern. Jetzt hast du mir auf eine Idee gebracht, die habe ich leider nicht, jetzt hätte ich gerne eins. Würde auch noch funktionieren. Na, aber da brauchst du natürlich die richtige, so meine ich das nicht. Da brauchst du natürlich auch die richtige Frau dazu, die es im Moment jetzt für das nicht gibt, aber das würde ich auch ändern, ja. Ich liebe Kinder und wäre wahrscheinlich der beste Papa von der ganzen Welt. Und was sagt eigentlich Nina Broll zu der Show ihres Ehemannes? Ist er zu Hause auch so drauf wie auf der Bühne? Ja, wahrscheinlich mehr als man denkt, aber weniger als als jetzt offensichtlich ist. Ja? Also es ist sicher sehr viel von ihm da drinnen, aber nicht alles ist eins zu eins, so wie er täglich im Zusammenleben ist. Ja. Na hoffentlich. Ja. Ist er wirklich manchmal so schlimm? Ja, sagen wir so, er kann so schlimm sein, er hat das Potenzial dazu, er lässt es aber nicht immer heraus. Und wie sieht Gregor das? So anstrengend? Ja, sicher. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Das ist ja, das nehme ich auch an, dass ich so bin. Also da steckt schon viel Wahres. Ja, alles. Ich finde, da ist nichts gespielt.
Aber heute Abend ist Gregor für seine Nina gar nicht anstrengend, sondern ganz, ganz lieb und pflegeleicht. Ein Bussi hier, ein Bussi da. Bis der andere Blow-Up wieder durchkommt. Und jetzt werde ich trinken, rauchen, Sauras lassen, Swingerclub. Ja, langweilig wird es einer Frau mit diesem Mann sicher nicht. Aber Nina Broll weiß ja, wer der echte Blow-Up ist und wer nicht. Oder?